das drückt auch auf die Stimmung. Ja, was macht er? Er überholt mich gerade, setzt sich vor mich, fährt auf den Standstreifen und schaltet es hinter mir wieder ein. Habe ich jetzt nicht verstanden. So ein Köttel. Tobias, kommen wir mal an Land hier irgendwann oder was ist das hier? Gottes Willen. Junger Mann? Jetzt wird aber Zeit, dass du Himmel fährst, ne? Ja, ja, möchte jemanden grüßen, du bist im Video. Dann grüßen wir unsere anderen Paketkutsche. Alles klar, wünsche ein schönes Wochenende. Jo, mach's gut, geil, ciao. Ja, tschüss. So, einen wunderschönen guten Morgen, Leute, oder guten Tag, oder guten Abend, ich weiß nicht, wann ihr dieses Video schaut. Wir haben jetzt Dienstagmorgen, 2 Uhr. Nee, doch, ich glaube, 2 Uhr sind es. Und ich werde jetzt. Was macht er da? Achso. Ich werde jetzt mal versuchen, wie ich meine Kamera an den Auflieger geschraubt bekomme. Andererseits muss ich aber jetzt gerade erstmal gucken, weil ich in. War es Rechts- oder Linkskurve? Moment, ich muss kurz überlegen. In einen Linkskurven immer ein Knacken von der Hinterachse höre. Irgendwo bei der Sattelkupplung. Da schauen wir jetzt mal nach, bevor ich die Kamera anschraube, ob da irgendwas los ist oder ob ich ein bisschen, weiß ich nicht. Übrigens gerade werde ich gerade entladen und deswegen haben wir auch gerade ein bisschen Zeit. Da gucken wir mal in mein prall gefülltes Staufach rein. Ich habe hier echt ganz viele Ersatzkabel, Ersatzkupplungen, Werkzeugkoffer, Lampe, Verbandskasten, Falk und unter anderem diese wunderschöne Taschenlampe von GTD. So, dann gucken wir jetzt mal. Ob hier irgendwas ist, was das Knacken verursachen könnte, aber... Alles heile.
Also ich sehe nichts. Alles heile. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was hier immer so knackt. Auch hier das Blech. Manchmal ist es so, wenn man in so Tiefen fährt, also so tiefe Einfahrten, dass, ihr seht ja gerade, wie der sich bewegt, weil der Staplerfahrer gerade hier hinten. So. Dann kann es sein, dass die Unterkante von dem Auflieger sich hier auf dieses Blech drauf drückt und es kaputt macht. Also hier das Steigbrett, Blech. Aber hier ist natürlich alles heile. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Übrigens, diese Taschenlampe, das will ich euch mal zeigen, das zeige ich euch jetzt mal im LKW. Die hat ein geiles Gimmick. Eine habe ich davon mal verschenkt an einen LKW-Fahrer, nicht getroffen, aber da gab es noch mal eine andere Version, als es meinen Shop noch gab. Der kommt übrigens irgendwann wieder, der Shop. Ich suche noch ein bisschen einen adäquaten Partner, der den Versand und sowas übernimmt. Natürlich gegen Provision. zur Taschenlampe, da gab es mal eine andere. Also es gab die in zwei Modellen. Ne? Hier ist groß GTD eingraviert. Die andere Version, die ich verschenkt habe, soll denn das? Die andere, die ich verschenkt habe, die war hinten magnetisch. Die konnte man sich so an, ja, an Metallteilen halt dran pinnen. Und diese hier war eigentlich mal gedacht auch für die weiblichen Kolleginnen oder wer seine Frau oder Freundin was Liebes verschenken möchte zum Gast. Was ist denn das hier heute für eine Scheiße? Ich lege euch mal hier hin. Das macht ja alles keinen Sinn, was ich hier gerade vertreibe. So, nochmal. Und zwar konnte man die auch zweckentfremden, wunderbar, wenn die Frauen mit dem Hund rausgehen. Habe ich mir mal sagen lassen. Hat einer jedenfalls die gekauft für. Die hat nämlich eine Alarmfunktion, eine SOS-Funktion. Und die könnte man auch wunderbar nehmen, wenn man, ja, in Gefahrensituationen im LKW ist oder wenn man LKW-Fahrer seinen Kumpel verarschen will und der das Fenster ein Stück weit offen hat, dann drückt man einfach die SOS-Funktion und wirft es in die Fahrerkabine rein. War mal so mein Gedanke. Kannst du mal wieder sehen, was ich für Fantasien habe. Denn man weiß nämlich nicht sofort, wie man die Alarmfunktion ausschalten kann. Ich habe das nämlich mal schmerzhaft gesucht, weil man aktiviert sie so und deaktiviert sie auch so wieder. Nur wenn man nicht weiß, wie man sie deaktivieren kann, dann tut das sehr weh. Ich glaube, 90 Dezibel, glaube ich. Man hält einfach diesen Knopf gedrückt und dann macht das Ding richtig Radau und dann muss man das gedrückt halten. Oh, alter Finne. Das muss man lange gedrückt halten, damit es wieder deaktiviert wird. Aber das weiß man ja nun mal nicht, ne? Wenn man das... Ich fand das Ding ganz witzig. Ja, die habe ich noch. Im Moment nicht erhältlich. Also nochmal, um die Shop-Frage zu klären, deswegen zeige ich euch gerade jetzt diese Taschenlampe. Merchandise. Noch gibt es den Shop nicht. Es gibt auch keine Jacken, keine T-Shirts. Aber ich habe das in meinem Hinterkopf. Gelle? So, und nun werde ich... Oh, oh, merkt ihr das? Ich krieg's gerade richtig akkurat von hinten besorgt. Jetzt werde ich erstmal gucken, wo ich die Kamera anbaue. Also, dann gibt es ein paar Nachtaufnahmen und ich melde mich dann morgen wieder bei Tage, wenn ich das Cockpit filme. Und dann besprechen wir mal ein ernstes Thema. So, bis dann. Und frag mich, was ist passiert, wenn ich stillschweigend durch den Park spazier. Ich denk nach, mit Kopfhörern in den Ohren. Mich kriegt keiner mehr klein, das hab ich mir geschworen. Keine Chefs, Freund oder der Partner. Doch einfach gesagt, weil die Woche echt hart war. Und mein Chef lässt seine Laune an uns aus. Und dann komm ich heim und dasselbe auch zu Hause. Es frisst mich auf, obwohl ich stark sein will. Ich schaff es nicht, weil das Leben mich grad killt. Ungerechtigkeit gehört zum Leben wohl dazu. Alkohol zur Frustbewältigung, ein Kichtab.
Déjà-vu. Doch heute geht es einfach nicht anders. Du kennst das, wenn du dich gerade erkannt hast. Musik in meinen Ohren macht alles noch viel schlimmer. Egal, meine Depression bleibt nicht für immer. Ich will einen Tag wieder frei sein. Für 24 Stunden soll mein Kopf frei bleiben. Ich will high sein und alles vergessen. Ganz relaxed sein, heute kann mich nicht stressen. Ich will einen Tag wieder frei sein. Für 24 Stunden soll mein Kopf frei bleiben. Ich will high sein und alles vergessen. Ganz relaxed sein, heute kann mich nicht stressen. Was ist los mit mir? Unbewusst lass ich Tränen fließen. Das steigert mein Zorn, ich will mich abschießen. Ohne Sinn, weil du bleibst, wer du bist. Und am Morgen trotzdem alles noch beim Alten ist. Irgendwie denk ich heute über alles nach. Weiß, meine Gedanken verfolgen mich Tag für Tag. Ist schon komisch, wo ich klein war, wollte ich erwachsen sein. Jetzt wo ich bin, wär ich lieber wieder klein. Das macht mich traurig, was ist aus mir geworden? Ein paar Freunde und Oma sind so früh gestorben. Ich versteh's nicht, sie haben immer gut gelebt. Wer hat gedacht, dass sie so früh schon von uns gehen? Früher so viel Freiheit, heute Arbeit, sonst nix. Ich hab nur 2 Tage frei und da schlaf ich. Als junger Mann war ich so sorgenfrei. Als Erwachsener holen mich die Sorgen ein. Ich will einen Tag wieder frei sein. Für 24 Stunden soll mein Kopf frei bleiben. Ich will high sein und alles vergessen. Ganz relaxed sein, heute kann mich nicht stressen. Ich will einen Tag wieder frei sein. Für 24 Stunden soll mein Kopf frei bleiben. Ich will high sein und alles vergessen. Ganz relaxed sein, heute kann mich nicht stressen. Ich will einen Tag wieder frei sein. Für 24 Stunden soll mein Kopf frei bleiben. Ich will high sein und alles vergessen. Ganz relaxed sein, heute kann mich nicht stressen. Ich will einen Tag wieder frei sein. Für 24 Stunden soll mein Kopf frei bleiben. Ich will high sein und alles vergessen. Ganz relaxed sein, heute kann mich nicht stressen. Ich will einen Tag wieder frei sein. Für 24 Stunden soll mein Kopf frei bleiben. Ich will high sein und alles vergessen. Ganz relaxed sein, heute kann mich nicht stressen.